So, dann wollen wir mal sehen, was June zu sagen hat. Huch. Jetzt schon nach Hilfe rufen? Ich bin eingesperrt. Ja, ich. Schön, dass du hier oben. Oh, erstmal. Helf mir doch! Ja, geht gleich los. Bleib geschmeidig. Wir müssen erstmal hier looten. Hallo! Ja, ich bin ja gleich da, June. Also ich. Ja. Oh, wo ist denn der? Im Haus? Ist da jemand? Im Haus. Bitte lass mich raus! Na, du Pfeife. Gott sei Dank. Ich dachte, ich komme niemals frei. Was war los? Eine Bande von Ausgestoßenen war das. Stürmten herein, stahlen meine Traumweide und ließen mich zurück. Eine Bande von Ausgestoßenen? Ja, eine Bande. Die Tür flog auf. Ich hatte keine Chance. Sie schnappten meine Traumweide und ließen mich zurück. Wozu stehlen ausgestoßene Traumweide? Na, weil das kostbarste Kraut ist, das ich sammle, natürlich. Elende Diebe. Sonst nahmen sie nichts? Nein. Ich sag's dir. Die machen Geschäfte mit Fremden. Sie wollen Scherben und würden dafür auch töten. Wo sind die Ausgestoßenen hin? Den Berg hinauf, glaube ich. Du erwischst sie, wenn du schnell machst. Aber lass dich nicht von ihrem schäbigen Aussehen täuschen. Sie töten dich, sobald sie dich sehen. Oh, ich muss mal durchatmen. Ja, du könntest fürs erste Mal still sein. Wow, sind wir wieder nett. Okay, er wurde von Ausgestoßenen müssen Spuren hinterlassen haben. Mein Fokus müsste sie finden. Tja, hier ist vor kurzem jemand aufgebrochen und er hatte es eilig. Ja, sehe ich auch so. Aber warum sollen die gut, um vielleicht ein bisschen Geld, aber ich glaube, die brauchen das eher, oder? Ich habe das Gefühl, dass das nicht um Geld-Dingen geht oder Scherben, wie es ja hier heißt. Meine Güte. Huch. Jawohl. Schieß nochmal. Okay. Es reibt ein bisschen. Meine Pfeile sind alle. Die Ausgestoßenen, die Traumweide gestohlen haben. Und sie haben Ärger. Schon wieder eine Miezekatze. Vielleicht können wir sie einsetzen, um die Wächter zu erledigen. Ich würde sie ja gerne einsetzen, um die Wächter zu erledigen. Einfach nur, weil es lustig ist. Da ist wohl jemand aufgewacht. Egal. Mist! Ich dachte, das klappt so. Ich hätte nicht reingucken sollen. Okay. Wir sind denen jetzt aber ganz schnell wieder egal geworden. Scheinen sich jetzt aber nicht mehr so wirklich zu bewegen, wa? Na, jetzt kriegen wir sie vielleicht. Komm, jetzt haben wir ihn. Unser. Und tschüss. So. Und tschüss. Los. Attacke. Auseinander. Los, rupf ihn auseinander. Puh. Nicht auf mich. Hast du ihn? Sehr gut gemacht. Ja, das Problem ist immer nur, wir dürfen ihn töten. Oh, der ist ja müde. Und wir müssen ihn auch töten. Also es zählt nichts. Können wir erstmal ein paar herstellen, wa? Sieht ja ein bisschen low aus. Es hilft einfach nichts. So, komm her, mein Schatz. Es tut mir leid. Das war's mit meinem leisen Auftritt. Ich wollte eigentlich seinen Lohebehälter treffen. Erledige es! Ja!
wollte eigentlich sein Lohebehälter treffen. Ich gebe zu, aber es ging daneben. Mache ich doch. Könnt ihr auch mal helfen. Ah, ich wollte eigentlich von unten jetzt. Okay, jetzt ist auch. So. Erledigt. Können wir das bitte looten? Danke. Nicht, dass er das macht. Na? Wir sind dir dankbar, sofern dir der Dank Ausgestoßener etwas bedeutet. Tut er. Du rettest uns und redest sogar mit uns. Die Stammmütter verstießen mich bei der Geburt. Die Gesetze der Nora bedeuten mir nichts. Dann bist du dieses Mädchen, dessen Mutter es nie wollte. Aber keine Ausgestoßene mehr? Nein. Ich bin Sucherin und suche nach Traumweide. Das könnte ein Problem sein. Warum habt ihr die Traumweide geraubt? Weil wir Verwundete haben. Warum würden wir sie sonst nehmen? Etwas Schreckliches ist dem Stamm zugestoßen. Die Krieger schützen uns nicht. Die Maschinen sind erzürnt und im Heiligen Land machen Banditen Jagd auf uns. Würden Ausgestoßene den Brauch brechen und sich zusammentun, wenn sie eine andere Wahl hätten? Aber es war kein Diebstahl. Wir haben Scherben zurückgelassen und wollten Jan bezahlen. Aber natürlich wollte er nicht mit uns reden. Was haben du und die anderen verbrochen? Ich schlug zu, als jemand mein Wild stahl. War meine Schuld. Die anderen haben gestohlen, Bräuche gebrochen oder die Knochen der Metallwelt gestört. Keine Mörder hier, falls du das meintest. Ihr habt Jan aufgemischt. Wie will er das vor lauter Kriecherei bemerkt haben? Er ist ein Feigling. Wir haben ihm kein Haar gekrümmt. Er hat's nicht mal bemerkt. Auch andere brauchen Traumweide. Ihr könnt nicht alles haben. Ist das eine Bitte oder ein Befehl? Ein Gespräch. Zwischen zwei Personen. Ah ja. Vielleicht haben wir mehr, als wir brauchen. Nach allem, was passiert ist, hatten wir Angst und nahmen, was wir fanden. Hier, einen Teil behalte ich, aber der Rest? Möge er zu denen finden, die ihn brauchen. Dafür sorge ich. Passt ihr gut auf euch auf und bleibt zusammen. Wusste ich doch, dass das keine Bösen waren. Hab ich gewusst. So, wir haben endlich und... Oh, wir sollen nach June zurück. Okay, wir haben unsere Traumweide gefunden. Was uns hilft. So, wo geht's denn hier überhaupt hoch? Hier? Ich finde das doof, dass wir die dann trotzdem töten müssen. Wenn wir sie trotzdem... Ja, geholt haben, getamed haben. Ich wünsche, die bleiben dann ewig bei uns und wir haben den immer um uns herum. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwelche Fähigkeiten gibt, die das vielleicht erlauben oder so. Da müssen wir nachher nochmal, wenn wir mal wieder Level Up sind, 15 oder so, dann können wir mal gucken, was wir denn da für Fähigkeiten haben. Hey June. Hier ist die Traumweide. Bring sie zu Fia in Mutterberg. Die verwundeten Krieger dort brauchen sie dringend. Versprochen. Aber was ist mit den Ausgestoßenen? Haben die Schufte für ihre Taten bezahlt? Sich verbrüdern, miteinander reden und mit uns. Ich hoffe, du warst erbarmungslos. Du weißt nicht, wer ich bin, oder? Sollte ich? Ich wuchs als Ausgestoßene in den Bergen über Mutterherz auf. Das mutterlose Mädchen. Hätte ich das gewusst, hätte ich nie mit dir geredet. Ja, danke, Arschloch. Soll ich dich in deine Schranken weisen? Ein Ausgestoßener hat dir geholfen, weißt du noch? Sieh mal in den Spiegel, June. Oh, das ist aber auch ein Arsch, ey, okay. Ah, komm. Du hältst dich für besser als andere, nicht wahr, John? Aber du bist nur ein kleiner Mann mit einem kleinen Herzen. Und wenn du stirbst, wird niemand es bemerken. Wenigstens bin ich kein Ausgestoßener. Das stimmt. Nicht mal das bist du. Die Ausgestoßenen haben einander geholfen. Aber du bist nichts. Ich bin fertig. Sorg dafür, dass Fia die Traumweide kriegt. Sonst komme ich wieder. Was ein Arschloch, Alter. Ganz ehrlich, was ein Arschloch. Alter, Finne, bist du ein Arschloch? Alter, wirklich? Metallscherben, Metallscherben. Detonierte Sprengfallen. Oh, das auch. Können wir vielleicht gut gebrauchen. Irgendwann. Später.
So, Nebenaufgabe, die Rache einer Tochter. Begib dich zum Tagturm. Ach ja, genau. Stell die Stromversorgung wieder her. Jagdglück, ja. Zuflucht, kehre zu Den zurück. Sind die verborgen? Ach so, ja, genau. Huch. Brand, Langhälse, Jagdgebiete. Brutstätten, verdorbene Zone, Tutorial. Wir haben noch Tutorial für Scharfschützenbogen. Schön. Brauche ich nicht. Brauche keine Tutorials. Schaff mir so. Oh, wir haben schon vier. Dann können wir ja sogar das hier schon machen. Wir sind Level abgegangen. So, findet sich hier über Brücken. Reitmaschine rufen. Kampf über Brücken. Verlängert die Zeit, die eine Maschine überbrückt ist, um 50. Verlängert die Überbrückung von Maschinen auf unbegrenzte Zeit. Auf unbegrenzte... Ich gehe jetzt auf unbegrenzte Zeit. Komm, das ziehen wir jetzt durch. Ich will jetzt auf unbegrenzte Zeit gehen. Ruft eine neue überbrückte Reitmaschine, wenn die alte verloren gegangen ist. Und da haben wir immer was dabei, womit wir reiten können. Und ja, da arbeite ich jetzt dran. Gut, was machen wir dann aber jetzt? Das wollte ich eigentlich auch noch nachgucken. Wir könnten rein theoretisch uns hierhin. Einfach mal nach Den. Deswegen reisen wir ganz schnell mal dahin. Reden mit Den und dann gucken wir weiter. Der Schattenkriegsbogen mit Ei. Sah ganz gut aus. Oh. Welche Hoffnung bleibt uns jetzt noch? Schnee und Nebel. Neugierde ist für Träume, weiß wie Knochen. Nicht für Krieg. Etwas düsterer Vergleich. Und wir wissen immer noch nicht, wer die Mörder geschickt hat. Ich war selbst schuld. So, ich hoffe, es geht jetzt wieder. Alter, voll verschluckt. Entschuldigung, dass ich gerade ein bisschen ruhig war. Ich habe versucht, Den zu finden, aber ich habe ihn nicht wirklich gefunden. Ich finde ihn immer noch nicht, weil... Ich muss auf die Karte gucken. Okay, nach links. Alter, gerade ein bisschen hart verschluckt. Ich war kurz vorm Tod. Wo sollst du denn sein, Mädel? Ich laufe hier um das Ding, du... I don't understand the compass da oben. Bist du Den? Oh, danke, dass du angezeigt wirst. Du weißt schon wo. Sie kommen bald zurück. Oh, danke. Danke, danke, danke. Was für eine Erleichterung. Du verrätst es doch niemandem, oder? Ganz ruhig. Die Stammmütter singen die Hymne der Buße. Ich denke, ihr seid sicher. Das stimmt. Die Hymne ist Sühne für uns alle. Danke. Das habe ich nicht gemeint, aber gut. Naja, Hauptsache. So, Alter. Meine Güte. So, jetzt gucken wir nochmal ganz schnell Inventar. Wir machen noch schnell mal die Schatzkiste auf. Metallscherben. Den Ring, das Eberding, Munition, Fallen. So viel Kram. Ich weiß ehrlich gesagt, also wirklich hier könnte man vielleicht noch Munition. Haben wir eigentlich alle. So, einfach nochmal wieder hergestellt, damit wir wieder voll haben. Vergrößert den Waffenbeutel, Outfitbeutel, deinen Rohstoffbeutel. Achso, der schon. Können wir hier noch Köcher für den Jägerbogen? Nö. Für den Trank? Nö. Gefallen? Nö. Na gut. Erhalten Metallscherben 28. 1088 Metallscherben haben wir jetzt. So, jetzt bleibt eigentlich echt nicht mehr viel. Was ist denn da? Kehre zu Time zurück. Warum sollen wir nach Time zurückkehren? Ist das... Nee, es müsste ja Jagdgebiet sein, oder? Nee.
Okay, drei Säulen. Drei Sonnen, ein Fertigkeitspunkt. Ah, okay, dann sieht man, was man kriegt. Zumindest so ein bisschen. Aber wie gesagt, brauche ich irgendwie nicht wirklich. 5000 EP, wenn wir die verdorbene Zone da unten reinigen. Ich glaube, mit der fangen wir mal an. Die ist zwar 15, aber komm. Das war die hier unten, ne? Haben wir da schon gleich irgendwas zum Hinteleportieren? Wir könnten uns gleich hier hin teleportieren. Und von da an aus vielleicht dahin. So, jetzt trinke ich nicht mehr im Ladebildschirm. Meine Güte. Fast gestorben, ey. Das war so knapp. So knapp, sag ich euch. Nein, eigentlich nicht. Ja, aber trotzdem so knapp. Und schwerer in den auszuscheiden, ohne entdeckt zu werden. Wäre vielleicht auch cool, ne? Ohne entdeckt zu werden, erstmal so eine Katze ausschalten. Hätte auch was. So. Ich hoffe, wir dürfen hier durch. Natürlich nicht. Wo bist denn du? Humanoid. Wo bist du? Bist du ein Mädchen? Hallo. Und du bist eine, die nicht mit mir redet. Alles klar, weiß ich Bescheid. Toll, ich dachte, wir kommen jetzt durch das Tor da durch. Verdammt. Das wäre eine super Abkürzung gewesen. Mist. Okay. Schade, komm da nicht durch. Warum auch immer denn dieses Südtor besteht. Aber dann kommen wir da echt nicht durch. Na gut, dann reisen wir halt hier hin. Hat zwar jetzt eine so eine Matte gekostet, aber egal. Und dann fangen wir mit der verderbten Zone an. Und machen dann mit denen, die wichtig sind, weiter. Ja, ein bisschen Heilung kann man vielleicht da ganz gut gebrauchen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was uns in der verderbten Zone, naja, erwartet. Außer vielleicht ein Verderber vielleicht und ja. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Wir müssen da mit Feuerpfeilen reingehen, weil wenn die wirklich alle verderbt sind, dann können wir nämlich ganz gut sie damit ausschalten. Weil die sind ja gegen Feuer empfindlich, haben wir ja gelernt durch den Ladebildschirm. Und vielleicht können wir sie dann ganz gut ausschalten. Da vorne scheint sie schon zu sein. Okay. Da haben wir noch ein bisschen Heilung. Okay, so. Ich sehe, ehrlich gesagt, nicht viele. Den haben wir erledigt. Lass ihn kommen. Sehr gut. Was ist das denn? Die sind so laser. Oh, sie sehen uns. Auf jeden Fall sehen sie uns. Zack. Oh, wir haben beide gleichzeitig K.O. geschlagen. Und zack. Räume ein von zwei verdorbenen Zonen. Ja, das war... Okay, wäre es so leicht gewesen, hätte ich das aber schon längst gemacht. Gebe ich mal zu, also das war jetzt... ein bisschen übelst leicht. Das waren ja nur drei dieser kleinen Dinger hier. Vier, glaube ich. War ja einfach. Okay, die waren jetzt aber wirklich ein bisschen zu einfach, würde ich schon beinahe sagen. Was erwartet uns da drinne?